Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Freut mich, dass ihr am Start seid. Wir schauen ein Video von Simplicissimus rein. Der größte Betrug im deutschen Fernsehen. Auf geht's, Leute. Ich hab Bock. Hey, Jonas hier. Dieses Video wird wieder von Marcel aus unserem Team gesprochen. Ich bin nächste Woche wieder am Start. Viel Spaß. Es ist der Abend des 4. März 2017. 3 Millionen Menschen in ganz Deutschland sitzen vor ihren Fernsehern. Die Verleihung der goldenen Kamera ist in vollem Gange. Also ich habe irgendwas, ich weiß nicht mehr, worum es genau geht, aber ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass Joko und Klaas irgendeine Geschichte gemacht haben. Aber schauen wir mal rein. Die deutsche Medienelite hat sich für dieses prestigeträchtige Event versammelt. Auch internationale Stars sind mit dabei. Nicole Kidman, Colin Farrell und Jane Fonda sitzen im Publikum. Die Spannung ist kaum auszuhalten, als der... Die goldene Kamera ist dann sowas ähnlich wie der Oscar wahrscheinlich, ne? Also, das Ding ist, ich glaube, diese Serien waren damals halt schon richtig im Hype. Aber heutzutage schaut es überhaupt noch jemand? Also, ich habe das halt nie geschaut. Ich hab mich weder für den Oscar interessiert, noch für die goldene Kamera. Aber würde mich trotzdem interessieren, ob ihr euch das gerne gegönnt habt. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schreibt mir, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr irgendwas davon geschaut habt oder ob es euch auch genauso wenig gejuckt hat wie mich. Der Preis für den besten internationalen Film La La Land vergeben wird. Hat die goldene Kamera es wirklich geschafft, einen der Hauptdarsteller des Films, Ryan Gosling, nach Hamburg zu bekommen? Das stimmt, ich glaube, die haben nirgends ein Double gehabt oder so. Steven Gätjen moderiert den Schauspieler an. Hier ist the one and only Ryan Gosling. Der Rest ist Fernsehgeschichte. I'm Ryan Gosling. Joko und... oh mein Gott, ja, ich kann mich an Dinge erinnern. Klaas haben einen Fake Ryan Gosling in die Preisverleihung eingeschleust. Goslinggate macht weltweit Schlagzeilen. Dies ist die Geschichte des größten Betrugs im deutschen Fernsehen. Und dass das funktioniert, das ist einfach richtig krass. Heftig. Auf Awardshows geht es oft gefährlich zu und Stars erleiden... Ja gut, deswegen habe ich das leider auch verpasst und nur die Memes gesehen. Aber ich glaube, es hat sich trotzdem nicht gelohnt, alles anzuschauen. Unfälle. Egal ob Promi oder nicht, es kann Sinn machen, sich für den Fall einer Berufsunfähigkeit abzusichern. Hier kommt Clark ins Spiel. Also ich gönne Simplicissimus an der Stelle, ich gönne auch hier Hack. Schaut gerne bei Ihnen rein, wenn es euch interessiert. Ich würde sagen, für mich persönlich ist es gerade irrelevant, deswegen... Gönnt, schaut da gerne rein. 1966 werden in Deutschland jährlich goldene Kameras für besondere Leistungen in Film und Fernsehen verliehen. 1985 wurde die Preisverleihung das erste Mal im Fernsehen ausgestrahlt und war ein Riesenerfolg. 1990 sahen über 12 Millionen Menschen die Veranstaltung. 1990, ja gut, 1990 war auch das Internet, glaube ich, noch nicht so krass am Start, ne? Also früher, wo man viel mehr Screentime vom TV hatte, vor klassischem Fernsehen, kann ich mir vorstellen, dass solche Formate extrem abgegangen sind. Hätte ich vielleicht sogar selber reingeschaut. Die goldene Kamera hat für viele denkwürdige Momente gesorgt. 2006 erhielt Rudi Carrell wenige Monate vor seinem Tod zum Beispiel eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Die Moderatorin Monika Lierhaus gewann 2011 einen Ehrenpreis, nachdem sie 2 Jahre zuvor nach einer OP für mehrere Monate im Koma lag. 2017 ist die goldene Kamera allerdings längst über ihren Zenit hinweg. Annette Frier und Matthias Matschke kündigen hier tanzend die beste Schauspielerin Deutschlands an. Den Zuschauern steht die Fremdscham ins Gesicht geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, dass ein... Hä, soll das nicht eine seriöse Show sein? Ein falscher Hollywood-Star den Abend retten wird. Springen wir ein paar Monate zurück. Also ich dachte immer, diese Filmverleihungen, Oscar, goldene Kamera, ich weiß nicht, was es alles noch gibt, dass die immer so maximal seriös aufgebaut sind. Und dann sind einfach, ist das so ein Dude in einem Kostüm von einem Brief und jumpt rum und singt irgendwas. Weird. Die Moderatoren Joko und Klaas und ihr Zirkus-Halligalli-Team beschließen, der goldenen Kamera einen Star zu schenken. Sie schmieden einen Plan. Ein Mann spielt dabei eine ganz besondere Rolle. Mein Name ist Ludwig Lehner. Ich bin Koch aus München und nebenbei Ryan Gosling Double. Die goldene Kamera vergibt regelmäßig... Also er hat auf jeden Fall schon Ähnlichkeit. Ich würde nicht sagen, dass man ihn verwechseln ähnlich ist, aber er hat eine Ähnlichkeit. Preise an internationale Stars. Meryl Streep, Daniel Craig, Clint Eastwood, Robert De Niro. Joko und Klaas sind sich deshalb sicher, dass Ryan Gosling mit offenen Armen empfangen werden würde.
La La Land erscheint Ende 2016 und wird zum Kassenschlager. Im Februar 2017 wird der Film mit 7 Golden Globes und mehreren Oscars ausgezeichnet. Ryan Gosling spielt eine der beiden Hauptrollen im Film. Das kann die goldene Kamera sich nicht entgehen lassen. Aber wie vermittelt man einen hochkarätigen Hollywood-Star? Joko und Klaas geben sich als eine renommierte PR-Agentur namens Konrad Herz und Gravemann aus. CHG kann dabei natürlich auch für Zirkus Halligalli stehen. Oh mein Gott. Sie bauen eine Website mit authentischem Star-Potenzial. Ich glaube, ich habe das nie richtig angeschaut, dieses, sie haben es ja verfilmt, wie sie es gemacht haben. Ich habe das nie richtig angeschaut. Folio und kontaktieren dann die goldene Kamera. Ryan Gosling sei im März für einen Werbedreh in Deutschland und könne gerne bei der Preisverleihung vorbeischauen. Die Mail unterzeichnen sie als Katharina Dolus. Dolus ist Latein und bedeutet Betrug oder Täuschung. Die goldene Kamera beißt an. Wird da eben wirklich nur schnell reinhuschen, sag ich mal. Ja oder nein? Wir haben angegessen. Doch es gibt ein Problem. Alter. Ryan will natürlich nur an der Veranstaltung teilnehmen, wenn er auch einen Preis verliehen bekommt. Colin Farrell soll aber bereits bester internationaler Schauspieler werden. Ein paar Telefonate später. Es ist alles schon im Vorfeld, dass man weiß quasi, wer welchen Preis bekommt. Ich dachte eigentlich, also ich bin da null drin in diesen ganzen Geschichten, aber ich dachte eigentlich, dass sie das irgendwie so mehr oder weniger live ermitteln und dann diesen Umschlag da verschicken und die dann bekommen. Ich dachte nicht, dass sie jetzt schon wissen quasi, wer welchen Preis bekommt, also im Vorfeld. Da findet sich eine Lösung. Ryan Gosling bekommt stellvertretend für das gesamte La La Land Team die Auszeichnung Bester Film International. Joko und Klaas sind ihrer goldenen Kamera. Lol, und die machen dann einfach schon im Vorfeld aus, welchen Preis man bekommt. Krass. Zum Greifen nah. Das Einzige, was mir so durch den Kopf ging, bis zum Tag X, hoffentlich geht das alles gut, weil man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Das Zirkus Halligalli-Team mietet eine Suite in der Nähe des Veranstaltungsortes in Hamburg. Dort gehen sie nochmal alles durch. Ryan taucht in der Mitte der Veranstaltung auf. Kein roter Teppich, keine Interviews, eigene Sicherheitskräfte. Direkt in die Garderobe, dann mit Sidestep auf die Bühne, goldene Kamera einsacken und abhauen. Junge, also dass sie reinkommen, kann ich mir schon vorstellen, weil sie ja schon so auf krass Security machen mit so Sicherheitsleuten um ihn herum, so noch alles so geheim, so damit er nicht von Paparazzis vermeintlich irgendwie angelabert wird. Aber wie sie dann wieder rauskommen, weird. Dann ist es soweit. Ob das klappt? Sie fahren mit einem Ob das geklappt hat, eher? Van zum Veranstaltungsort. Ludwig hat eine dicke Winterjacke an, die Kapuze ins Gesicht gezogen. Sie machen sich auf den Weg zur Garderobe. Dafür müssen sie an etlichen Menschen vorbei und sogar einen Fahrstuhl benutzen, in dem sie ganz eng mit Mitarbeitern der goldenen Kamera beisammenstehen. Doch Ludwig wird nicht enttarnt. Man muss ja auch dazu sagen, ich hatte ja eine riesen Entourage. Also ich hatte einen Haufen Sicherheitsleute um mich rum, dass auch keiner auf die Idee kam, herzukommen und sagen, hey, du bist doch richtig. Ja, schüchter, glaube ich, schon ein, zumal hat. Außerdem hat er noch einen Kapuzenpulli angehabt, dass man ihn nicht richtig gesehen hat. Dann geht es hinter die Bühne. Ludwig steht direkt hinter Thomas Hermanns, dem Creative Director der Verleihung. Bevor es auf die Bühne ging, das war so der schrecklichste Moment, weil zu dem Zeitpunkt hast du dann eigentlich schon realisiert, hey, das Ding könnte funktionieren, wir könnten es wirklich auf die Bühne schaffen. Und jeder Schritt zu dieser Bühne hin fiel mir einfach auch immer schwerer, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott. Und du hast ja auch Angst, du weißt ja nicht, was passiert. Steven Gätchen moderiert La La Land an. Ludwig steht im Dunkeln vor der großen Tür zur Bühne, als Ausschnitte des Films gezeigt werden. Und dann ist es soweit. The one and only Ryan Gosling! Oh mein Gott, als ob. I dedicate this award to Joko. Oh, Klaas. Und widme Joko und Klaas diesen Preis. Herzlichen Dank. In Hamburg sagt man Tschüss. Ludwig verliert keine Zeit. Er dreht sich um und eilt mit schnellem Schritt von der Bühne. Das Team also, und Ludwig hetzen aus dem Lol, der hat es doch rausgeschafft, einfach so. Veranstaltungsgebäude. Ich dachte, dass vielleicht Security kommt oder irgendwas. Es ist vollbracht. Der Preis ist in den Händen von Zirkus Halligalli. Lol. Für die goldene Kamera ist der Skandal eine unfassbare Blamage.
Nicht nur konnte sich Fake Ryan bis auf die Bühne der Preisverleihung schleichen, ohne dass es jemandem auffällt, für ihn wurde sogar eine ganz neue Kategorie eingeführt. Achso, die gab es vorher noch gar nicht, Junge. Scheinbar nur... Okay. Ja, das ist schon irgendwie dreist. Damit man mit einem weiteren internationalen Hollywood-Star prahlen kann. Am nächsten Tag spricht ganz Deutschland vom Gosling-Gate. Der Hashtag und etliche Memes verbreiten sich im Internet. Auch im Ausland wird die Story aufgegriffen. That's not Ryan Gosling. It's a giant hoax. Here's the real Ryan. And here's the guy who fooled the producers of the... Also wie gesagt, er hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber er sieht jetzt nicht zum Verwechseln ähnlich. Irgendwie hat er halt auch einen schmaleren Kopf und alles. Weiß nicht, irgendwie... 1 zu 1 schaut es nicht aus. He's actually a cook named Ludwig Lehner. Die Daily Mail, das Geil. Time Magazine, der Hollywood Reporter. Sie alle berichten von der Aktion. Der amerikanische Talkshow-Host Conan widmet dem Prank einen Sketch. But watching that clip, I have to tell you, made me question whether or not maybe I could have been fooled as well. So I went back and I looked at some of the interviews I've done. Maybe it's possible. Take a look. Please welcome Ryan Gosling! Der Einzige, der sich nicht dazu äußert, ist der echte Ryan Gosling. Schade. 2017 wird er allerdings in einem Bild-Interview gefragt, was er von seinen deutschen Doppelgängern hält. How do you feel about that? How do I feel about that? Your replica. You feel flattered? Yeah. And yet somehow very uncomfortable. That's right. Kurz nach dem Skandal kündigt die Goldene Kamera an, dass sie ihr Sicherheitskonzept grundlegend überarbeiten will. Außerdem müssen Joko und Klaas ihre gestohlene goldene Kamera wieder zurückschicken. Oh mein Gott, krass. 2019 wird verkündet, dass die goldene Kamera eingestellt wird. Uff. Aus mehr als 10 Millionen Zuschauern in den 90ern wurden deutlich unter 3 Millionen im Jahr 2019. Es ist halt so krass, ne? Ich glaube wirklich, dass es auch viel mit der Generation zu tun hat, viel mit der Mediennutzung. 2019 war das Internet halt einfach voll schon am Start, so keine Ahnung. Warum sollte man sich noch normales TV anschauen, so komplett? Ich meine, hin und wieder kann ich schon verstehen, dass man das macht, aber wenn du zugespammt mit Werbung, du hast nur einen Entscheidungsfreiraum. Nee, weiß nicht. Also, wundert mich halt überhaupt gar nicht. 2020 soll die Goldene Kamera das letzte Mal ausgestrahlt werden. Der Termin wurde dann aber aufgrund der Pandemie verschoben und die Verleihung fand bis heute nicht statt. Der 2017 eingeführte Goldene Kamera Digital Award, für den wir 2019 übrigens nominiert waren, wurde zuletzt 2020 verliehen. Zirkus Halligalli und Ludwig haben für ihre Aktion nicht die Goldene Kamera, dafür aber eine andere Fernsehauszeichnung erhalten. Also das ist jetzt der Grimme-Preis im Bereich Unterhaltung. Ja, und den haben doch wir noch einen richtigen offiziellen Preis bekommen. Dafür bekommen für unser Gosling-Gate. Und das war schon ein sehr schöner Moment in meinem Leben. Wrong. Preisverleihungen nehmen sich selbst häufig schlichtweg zu ernst. Es geht ihnen um ihr eigenes Image. Je bekannter und renommierter die Gäste, desto besser. Dabei sollte eigentlich die Wertschätzung von Künstlern im Vordergrund stehen. Wir haben in Deutschland tatsächlich wirklich super Schauspieler. Und ich finde, dass die Aufmerksamkeit tatsächlich den deutschen Schauspielern gebührt und nicht Hollywood. Die Goldene Kamera hatte bereits vor Gosling Gate mit sinkenden Quoten und schwindender Relevanz zu kämpfen. Ebenso wie viele andere Awardshows. Die Oscars, Grammys und Emmys werden auch von immer weniger Menschen geschaut. Die Formate wirken teilweise aus der Zeit gefallen, als würden sie zwanghaft einer glanzvollen Vergangenheit hinterher trauern. Irgendwie schon ein bisschen, ne? Man erinnert sich am Ende oft nur an die vielen Skandale, die das glamouröse Image zermürben. Oh. Yo, Taylor, Beyonce had one of the best videos of all time. There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Oh, diese Memes. Cheers. Hey, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Danke für euer... Ein richtig nice Video von Simplicissimus. Lasst denen wirklich einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Lasst mir genau einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Wäre Ehre.